Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 4 Hausbauvideo. Ich habe euch auf YouTube abstimmen lassen, welches Hausbauvideo ihr heute gerne sehen möchtet. Ihr hattet die Wahl zwischen einem Vampir-Schwimmbad in Forgotten Hollow und dem Uni-Wohnheim hier von der Universität Brightchester. Und ihr habt euch für die Uni entschieden. Wie ihr vielleicht wisst, wir spielen im Moment im Apartment Nummer 4 Let's Play, eine Gruppe von jungen Erwachsenen slash Teenagern, die demnächst auf die Uni gehen werden. Wir haben es auch schon so ein bisschen aufgeteilt, welche Sims in welche Uni gehen werden in der nächsten Staffel. Also im Moment spielen wir Staffel Nummer 2 und die Uni kommt dann in Staffel Nummer 3. Und ich habe dafür eine Let's Build Brightchester-Reihe gestartet. Das ist jetzt, glaube ich, das dritte Video dazu. Ich habe schon eine Studentenbar und ein Café erstellt und es kommen also noch einige weitere Hausbauvideos hierfür. Und ach so, was auch jemand gefragt hat, das Vampir-Schwimmbad, das kommt auch noch. Das kommt halt jetzt nur nicht heute, sondern an einem anderen Tag. Aber ja, also es war keine Abstimmung von, kommt das überhaupt jemals, sondern kommt das heute. Also ja. Genau, aber um hier auf das Grundstück zurückzukommen. Hier, das ist das Studentenwohnheim, in dem Margot und Amy in der nächsten Staffel wohnen werden. Vielleicht nicht die ganze Staffel, also ich denke, wir werden vielleicht am Anfang in einem Wohnheim wohnen und später vielleicht eine WG irgendwo gründen. Aber im Moment sind wir noch hier. Ich habe hier mir so ein bisschen was überlegt hierfür. Und zwar, Brightchester ist ja so die altmodischere Uni, die so traditioneller ist, die auch diese ganzen alten Gebäude hat. Und ich glaube, in der Uni-Beschreibung steht auch, dass das die ehemalige Universität oder die ehemaligen Unterkünfte der Königsfamilie waren. Also dachte ich mir, ich mache da was draus. Und ihr seht, ich habe hier zwei Stockwerke gebaut. Das heißt, ich habe die Unterkünfte deutlich größer gemacht, als sie vorher waren. Ich habe sie vom Stil her ähnlich gehalten. Einfach, weil ich wollte, dass das zum Resthaus noch passt, also zu dem, wo dieses Penthouse dann draufsteht. Und ja, ich habe mir überlegt, wir machen hier halt wirklich auch eine altmodische Einrichtung draus. Das hat mich nämlich an dem Originalgrundstück hier ziemlich gestört, dass das so eine alte Uni sein soll und irgendwie so, keine Ahnung, so dieses Prestige von der Königsfamilie irgendwo noch in ihrer Beschreibung drin hat. Aber dann hat man Teppichboden und IKEA-Möbel hier. Und ich dachte mir so, es kamen so tolle neue Möbel mit Studentenleben, nicht Studentenleben, mit an die Uni. So, warum wird das hier nicht verwendet? Das fand ich irgendwie schade. Das habe ich hier anders gemacht. Also wir haben hier sehr viele altmodischere, traditionellere Möbel. Und ich habe mir außerdem gedacht, weil wir ja zwei verschiedene Unis haben und auch zwei verschiedene Unis im Gameplay so ein bisschen erforschen werden, dass es doch cool wäre, wenn die auch von der Art und Weise, wie da gelebt wird und wie da gelernt wird und all das, sich unterscheiden würden. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass Brightchester eine etwas striktere Universität ist und irgendwie so altmodischere Regeln hat vielleicht. Also zum Beispiel, in Brightchester haben wir ein Studentenwohnheim für Mädchen. Und eins für Jungen. Und in Foxbury wollte ich es komplett gemischt machen. Einfach, weil ich gedacht habe, vielleicht ist das noch aus so einer alten Tradition irgendwie beibehalten. So nach dem Motto, die können doch nicht zusammenleben, die sind doch gar nicht verheiratet, meine Güte. Wieso? Und ja, also auch zum Beispiel, wir haben hier nicht so viele Möglichkeiten, im Moment schon drin Party zu machen. Wir können die natürlich gerade die Sachen, die tragbar sind von den Sims, auch so einfach aufstellen. Aber es ist halt wirklich nur so, hier wird sich benommen und hier wird gelernt und irgendwie so vom Stil her. Und ich dachte, das ist vielleicht im Gameplay gerade spannend, weil Margot und Marie hier hingehen werden. Und ich glaube, Marie wird nicht so große Probleme haben, sich darin anzupassen, weil Marie auch von ihrer Art her sonst etwas stiller und zurückhaltender ist. Und ich glaube, das ist für sie überhaupt kein Problem. Margot hingegen ist ein rebellischer Sim. Margot ist jemand, der, glaube ich, ihre Studentenzeit dadurch genießen will, dass sie schon viel feiert, dass sie sich irgendwie ausprobiert, dass sie Dinge macht, die sie vorher nicht gemacht hat und so. Und ich möchte gern so ein bisschen halt erforschen, wie die beiden Sims unterschiedlich hiermit umgehen und unterschiedliche Erfahrungen machen und so weiter. Und ja, das ist das hier. Es ist viel luxuriöser als das, was vorher hier drin war. Aber ich dachte, es ist vielleicht schon so ein bisschen elitär, also wie so eine Elite
Unterkunft, wo man vielleicht auch nur mit Bewerbung und Stipendium und so weiter reinkommt. Die Einrichtung der Gemeinschaftsräume ist tatsächlich ziemlich viel für ein Studentenwohnheim, finde ich. Also es ist ja eigentlich eher so eine Art von Studentenverbindungshaus eigentlich. Von der Art, wie ich es gemacht habe, aber da habe ich super wenig Ahnung von, weil das ist irgendwie sehr amerikanisch und ich habe sowas noch nie selbst besucht, keine Ahnung. Ich kenne auch niemanden, der in sowas war, also ja. Und ich führe das so ein bisschen darauf zurück, dass es halt die alten Räumlichkeiten der Königsfamilie sind, die halt früher hier die Akademie für sich hatten. Die Zimmer selbst von den Leuten, die hier wohnen, sind um einiges schlichter. Das ist halt wirklich viel sparsamer eingerichtet. Das ist sehr gleich gehalten für alle Zimmer. Ich habe da auch viel Raum gelassen, weil ich gedacht habe, ich möchte es nicht zu persönlich machen jetzt beim Einrichten. Ich möchte, dass die Leute ihre eigenen Sachen hier mitbringen und dekorieren und so weiter. Und ich habe auch gesehen, wenn man schon zu viel dekoriert, dann stellen die Sims ihre eigenen Sachen einfach drüber, was auch nicht so toll ist. Also, ja, ich habe hier eine Küche reingebaut. Man darf auf diesen Grundstücken keinen Herd haben. Aber ich habe Kühlschränke aufgestellt und Mikrowellen. Wie gesagt, ich kenne mich mit dieser Art von Unterbringung überhaupt nicht aus. Ich bin zum Studieren direkt in eine eigene Wohnung gezogen und hatte so eine Art von Gemeinschaftswohnen mit anderen Leuten gar nicht. Aber ich persönlich finde es komisch, dass jeder irgendwie so seinen eigenen Mini-Kühlschrank und eine Mikrowelle haben soll. Ich fände es viel logischer, wenn man irgendwie so eine kleine Küchenecke hat und da gibt es irgendwie zwei Mikrowellen und die teilen sich alle oder so. Also ich denke, die Sims werden vielleicht trotzdem noch Mikrowellen mitbringen. Aber ich habe es jetzt erstmal so gemacht, ich habe es so eingerichtet. Und das Ding ist halt auch mit Apartment Nummer 4. Wenn ihr das nicht wisst, wir spielen da eine WG, die in der ersten Staffel waren das Teenager und ein Kleinkind, die zusammen in der WG gewohnt haben. Und inzwischen sind es halt ältere Sims, also halt Kinder, junge Erwachsene und halt noch ein Teenager. Und häufig ist ja sonst so dieses Thema auch vom Studentenleben, so dieses, oh, man zieht das erste Mal von zu Hause aus, oh, man ist das erste Mal wirklich so, keine Ahnung, wild und frei oder so und ist irgendwie vielleicht noch total chaotisch und überall liegt Wäsche rum und irgendwie niemand weiß irgendwie, wie man bestimmte Sachen repariert oder was auch immer, weil man einfach vorher bei Mama und Papa gewohnt hat. Und das ist ja bei diesen Sims nicht der Fall. Das ist bei unseren Sims nicht der Fall. Das heißt, das ist jetzt auch nichts, was ich im Let's Play so dermaßen ausspielen kann, wirklich, weil halt, die sind daran gewöhnt, die kennen das schon, die kommen als alleine inzwischen ganz gut klar, also habe ich so dieses, sag ich jetzt mal, so ein bisschen Studentenstereotype irgendwie so, oh, alles ist irgendwie voll mit Sachen, die eigentlich zu tun wären, überall liegt Wäsche, überall sind dreckige Teller, irgendwie so Sachen, keine Ahnung, so dieses Klischee von irgendwie so, eigentlich müsste jetzt jemand kommen und sagen, räum mal dein Zimmer auf, was wirklich ein Klischee ist. Also das trifft zwar auf manche Leute zu, aber halt wirklich nur auf halt einen Anteil. Das ist halt jetzt nicht sowas, wo ich denke, so das ist jetzt so passend wirklich zu unserer Storyline. Deswegen habe ich mich hier mal ein bisschen auf andere Sachen konzentriert. Also hier haben wir halt wirklich so dieses vielleicht auch rebellieren einerseits gegen die strikten die strikten Regeln, die wir hier haben. Vielleicht auch für Marie, die sich damit eher wohlfühlt und irgendwie vielleicht eine Möglichkeit findet, feiern zu gehen und Sachen zu machen, die innerhalb der Regeln sind. Margot, die vielleicht andere Sachen probiert. Und vielleicht, ich meine, vielleicht verlässt Margot diesen Ort ja auch nicht ganz freiwillig. Vielleicht wird sie irgendwann rausgeworfen. Das ist ja alles was man im Gameplay ausprobieren kann. Und in Foxbury, wo ja dann Oliver und Amy hingehen werden, habe ich hier vorher Margot und Amy gesagt, meinte Margot und Marie. Margot und Marie gehen hier hin und Oliver und Amy gehen zu der Foxbury-Universität. Und da denke ich, ist irgendwie auf dem Campus irgendwie so, ja, es ist ein bisschen, was ist das Wort, progressiver vielleicht, also dass das irgendwie nicht so streng gesehen wird und da mehr gemacht wird. Und halt Oliver und Amy sind beide Sims, von denen ich denken würde, die würden jetzt nicht dagegen rebellieren, wenn es Regeln gäbe, die strenger wären. Aber das sind schon Sims, die gerne mitmachen, wenn irgendwo was los ist. Also von daher, dass wir so verschiedene Sachen haben, die wir so ein bisschen austesten können, die wir machen können.
Und genau, hier haben wir das Badezimmer für alle. Ich habe hier mehr Betten rein platziert als in dem Ursprungshaus. Ich habe im Internet gelesen, ich weiß es nicht, ich habe hiermit noch nicht viel gespielt, dass bis zu 10 Sims hier wohnen können. Also habe ich 10 Betten hier auch hin platziert. Ich glaube, vorher waren es 5 oder 6 oder so. Ja, das heißt, ich hoffe, wir haben hier viele Leute. Wir haben keine Einzelzimmer, wir haben nur Doppelzimmer. Weil ich gedacht habe, so warum kriegen manche Sims Einzelzimmer und andere nicht? Das ist doch unfair. Hier haben wir ein Wohnzimmer, was ein unglaubliches Wohnzimmer ist. Ich würde mal behaupten, das ist eher so ein repräsentativer Raum, der nicht so viel benutzt wird. Also wir haben hier einen Fernseher. Ja, aber ich weiß jetzt, ich denke, hier werden viele Sims schon reingehen. Ich bin auch am Überlegen, den vielleicht im Gameplay manchmal abzuschließen. Aber ich glaube, das ist halt eher so ein Raum, so ein Relikt aus der anderen Zeit noch. Wir haben hier einen Flügel, vielleicht könnte Margo daran auch so ein bisschen üben. Und sonst ist es halt sehr, sehr förmlich. Ich war auch sehr inspiriert von der Sims 3 Let's Build a Sorority Hausbaureihe von Deliquacy. Ja, also das findet sich hier auch so ein bisschen bei manchen Sachen wieder. Und ich denke halt, wie gesagt, ich denke, wir werden vielleicht pro Simpa, was wir jetzt auf die Unis schicken. 1 bis 2 Semester. Mal gucken, vielleicht auch mehr. Aber so, ich zähle jetzt mal so 2 Semester hier studieren, in diesen Unterkünften der Uni selbst und danach vielleicht in eine WG irgendwo in Brighchester ziehen. Das ist im Moment so der Gedanke. Hier haben wir einen kleinen Studierraum, wie so eine Mini-Bibliothek. Also ich denke, wir werden im Gameplay trotzdem viel in die richtige Bibliothek von Brighchester gehen, weil da einfach viel los ist. Aber hier hat man auch so einen Raum und hier ist halt auch so, es sollte nochmal so zeigen, so dass es hier wirklich so sehr so, ihr seid hier um zu lernen und irgendwie hier wird sich benommen und hier könnt ihr irgendwie eure Fähigkeiten mehr ausbauen und so. Ich meine, das gehört natürlich zum Studieren auch alles dazu, um Gottes Willen, aber so, wo sozusagen das so, das ist euer Hauptfokus hier. Das so gesetzt wird und natürlich auch, es ist praktisch, die Sims können hier lernen und so, aber ich denke, in der Foxbury-Universität werde ich vielleicht auch so einen kleinen Partyraum einbauen oder so. Das haben wir hier jetzt gar nicht. Wir haben allerdings hier einen sehr großen Flur, den ich extra freigelassen habe. Das heißt, wenn Margot hier irgendwas anzettelt, was sie nicht darf, hätte man da viel Platz, irgendwelche tragbaren Sachen unterzubringen. Hehe. Da schon mal so ein bisschen ans Gameplay gedacht. Genau, also hier haben wir wie so ein, ja, ein Raum zum Lernen und zum Üben. Oh, und hier habe ich in den Eingangsraum, wo man vom Aufzug kommt, so ein Riesenbild hier gehangen. Und ich dachte, das wäre vielleicht so die, eine der Gründerinnen hierfür. Früher hatte diese Akademie und dieses Wohnheim hier bestimmt irgendwie so jemand, der hier noch mitwohnt, der kein Student ist oder keine Studentin, und so aufpasst, dass sich alle benehmen und irgendwie wie so. Ich glaube, im Französischen heißt es Concierge, aber ich habe keine Ahnung, was es im Deutschen heißt. ja, aber halt so jemand, der sie so wie so anstandsdamenmäßig hier so wohnt und guckt, dass hier auch niemand ein- und ausgeht, der hier nicht ein- und ausgehen soll. Und das wird natürlich in unserem Let's Play viel passieren, hoffe ich. Und viel werden wir da ausprobieren. Ja, ich werde natürlich auch, wenn wir es im Gameplay nicht benutzen werden, erstmal soweit ich weiß, ich werde natürlich den Teil für die Herren auch noch bauen. Ich habe hier das Haus als Rohbau gespeichert. Ich denke, ich werde das da einfach nochmal draufsetzen und nochmal einrichten. Einfach, weil die Häuser, auf denen das Penthouse draus sitzt, von außen identisch sind, weil auch die Wohnheime, die jetzt vorher von EA draufgesetzt wurden, identisch waren. Und für mich ergibt das auch irgendwie Sinn. Also ich werde es anders einrichten, aber das Haus selbst ist das gleiche erstmal. Ja, und hier haben wir so einen kleinen Fitnessraum. Also, ja, da, also ich meine, wir haben ja auch keine Sporthalle in Brighchester. Ich denke auch nicht, dass ich eine bauen werde. Ich denke, da gibt es andere Sachen, die mir wichtiger sind. Und genau, jetzt kommen wir hier an die Räume. Wie gesagt, ich habe die nicht Bildestudenten, nee, das ist Sims 3, die an die Uni Betten verwendet, weil ich dachte, die passen super zu Brightchester. Das sind vielleicht auch noch irgendwie wirklich Möbel aus der Zeit. Ich habe allen Leuten so einen Einbauschrank gegeben. Ich weiß nicht, irgendwie, ich habe so viele Filme geguckt, amerikanische Filme von irgendwelchen Studentenverbindungen und irgendwie Sachen, die ich noch nie im echten Leben gesehen habe. Und da ist das ganz häufig, dass die so einfach wie so einen kleinen extra Raum haben mit einer normalen Tür, also halt einer normalen Zimmertür. Und das ist dann der Schrank,
so mit irgendwie vielleicht noch einer Kleiderstange drin oder so. Und das habe ich hier so ein bisschen nachgestellt. Vor allem die, ich weiß nicht, so eine Kommode fand ich irgendwie, ich mag nicht so gern zwei Kommoden, die nebeneinander stehen, warum auch immer. Und das wäre halt hier gewesen, wenn so jeder seine eigene Kommode bekäme. Und große Schränke sahen mir zu luxuriös aus irgendwie für diese Zimmer. Ja, also ist es jetzt so. Und halt wie gesagt, ich habe es hier sehr gleich gelassen. Alle haben einen Schrank, ein Bett, einen Tisch mit einem Stuhl und eine Lampe über dem Bett. Und das war's. Und dann kann sich halt jeder einrichten, wie er möchte. Ihr könnt auch überlegen irgendwie schon mal, in welches Zimmer Margot und Marie gehen könnten. Oder ob sie vielleicht wirklich Mitbewohner sind innerhalb von einem Zimmer, ob sie in verschiedenen Zimmern sind. Die Farben von den Betten kann ich dann natürlich dafür nochmal ändern. Es ist ja letztendlich nur Plümo, wirklich. Nur Bettbezug, den man da ändert. Das kann man ja dann irgendwie mehr an die beiden anpassen, aber ja, wenn ihr hier noch irgendwas seht, wo ihr denkt so, oh, ich hätte so gern auf dem Grundstück für das Gameplay noch das und das oder ich habe das schon gespielt und ich bemerke jetzt hier, dass du das und das gemacht hast und das ist im Gameplay dann aber doof, weil ich habe kaum Universität gespielt bis jetzt in Sims 4, dann lasst mich das gerne wissen. Wir haben ja noch viel Zeit bis Staffel 3, dann können wir das noch so ein bisschen abändern und so. Und ich hatte so viel Spaß, das hier zu erstellen und ich freue mich jetzt auch so auf Staffel 3 und das ganze Gameplay. Ich muss natürlich noch viel mehr Sims erstellen, die natürlich hier dann auch mit uns zur Uni gehen können. Ja, ich bin mal gespannt. Oh, und ich habe die Küche direkt an den Eingang gebaut, mit halt nur Torbögen, wo man keine Tür aufmachen muss, in der Hoffnung, dass die Sims, wenn sie Essen mitbringen, das in die Küche bringen und nicht in die Bibliothek. Ich weiß es nicht. Ich habe auch extra keinen Tisch in die Eingangshalle gestellt, auch keinen irgendwie so Beistelltisch oder so, einfach weil ich gedacht habe, dann landet da das ganze Essen drauf. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, hier haben wir so sehr zahm so einen kleinen Gemeinschaftsbereich oben drüber. Und ja, oh, da sind die Dachdekorationen in dem Screenshot. Waren die ab. Ich habe es nochmal in eine andere Welt gesetzt, um in einer anderen Jahreszeit Screenshots machen zu können. Also im Apartment Nummer 4 Let's Play sind dann die Dachdekorationen trotzdem da. Und ja, hier haben wir den Eingangsbereich, den Raum. Hier haben wir die Küche ohne Herd, dafür mit Mikrowellen und mit Kaffeemaschine. Es gibt zwar auch so Kaffeestände hier auf dem Campus, aber halt der Campus ist sehr groß und manchmal muss man sehr weit laufen und das dauert lange. Also von daher hat man hier zumindest die Möglichkeit. Also das ist schon mal gut. Und wir gehen wieder zurück in die Eingangshalle. Hier ist das Badezimmer. Wir haben hier nicht getrennt irgendwie Männlein, Weiblein, aber eigentlich soll ja hier auch nur Weiblein sein. Also von daher, sage ich jetzt mal, ist so die Einstellung, ich sehe nichts, eigentlich gibt es das hier nicht. Irgendwie so, aber ich glaube, wir können hier wahrscheinlich schon sehr viel Schabernack anstellen, wenn wir mit Margot und Marie hier sind. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Hier ist das Wohnzimmer, was ich vielleicht abschließe fürs Gameplay. Ich habe keinen Bock, dass die ganzen Sims dann vorm Fernseher stehen. Also mal schauen, was wir da machen. Mit dem Flügel, an dem vielleicht Margot dann ein bisschen üben kann. Hier haben wir das Studierzimmer, wenn man so möchte. Und ja, ich habe hier so Fahnen aufgestellt von, ich glaube, von Strangerville. Und ich habe die so in Brightchester-Farben gefunden. Und ich gedacht habe, ah, das passt ja super. Und ja, hier haben wir so einen Fußballtisch. Ich hätte natürlich auch Tischtennis hier aufstellen können, aber da kann man ja Saftpong drauf spielen. Und ich glaube, das ist hier gegen die Regeln und sie haben das sozusagen so sehenden Auges schon vorher sich gedacht und das dann extra so getan. Und hier sind im Schnelldurchlauf alle Zimmer. Ich habe sie so ein bisschen schneller gemacht von den Screenshots her, weil halt die Zimmer sehen so gleich aus im Moment. Da ist halt echt nicht viel zu sehen, halt außer, oh mein Gott, das Bett hat eine andere Farbe. So, von daher dachte ich irgendwie, ich beschleunige das hier mal so ein bisschen, weil so furchtbar spannend ist das jetzt nicht. Aber ja, das sind die Zimmer. Jetzt kommt noch das letzte in ganz klassisch schwarz-weiß. Und ja, das ist das Studentenwohnheim in Brightchester für die Damen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!